Dr. Teller von Sinnen, Max Knob, Herbert Feuerstein, Florian Schröder und Bernhard Hoeker. Meine Damen und Herren, hier ist Benjamin daneben. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich. So, freue mich auch, dass wir heute zum ersten Mal Florian Schröder begrüßen. Ein sehr begabter Kabarettist, ein sehr begabter Stimmimitator, ein sehr begabter Mensch. Parodist, ganz Parodist. Wichtig, muss man gleich verbessern. Ist das wahr? Sagt man heute nicht mehr Stimmimitator? Nein, darf man nicht sagen. Das ist eine Unsitte, weil das ist so Vogelstimmenimitator. Das ist richtig, so. Ja. Wen parodierst du? Alles. Warum? Warum nicht? Die Kanzlerin, wenn Sie wollen, ich kann hier als Frau Merkel antworten und ich muss mich nicht mal verkleiden und Sie werden gar nicht merken, dass ich es bin. Und dann hat er nichts mehr zu sagen, wenn ich eine Minute so durchrede oder noch länger. Ja, danke. Begrüße auch Matze Knob, begrüße ganz besonders herzlich Herbert Feuerstein. Ah, danke. Ich freue mich immer wieder, wenn er den Weg hierher findet, gesund und munter. Ja. Mhm. Nein, du siehst gut aus, Herbert. Ja, ich wünschte, ich könnte das von dir aufschreiben. Ich meine für deine Verhältnisse. Ja, ja. Frau von Sinnen, sehr schön heute wieder. Fladen verloren. Fladen verloren. Ist gut. Herr Hoeker, sind Sie heute klug, oder? Ich habe gerade festgestellt, dass wir dass ja auch mal alle Hauptstädte dieser Erde. Das interessiert mich überhaupt nicht. Ja. Aber wir haben schon vor haben der Sie Sendung eigentlich schon mal gesehen, dass Herr Hoeker sehr verletzt ist am Arm? Ja, ich habe eine Brücke. Auch das interessiert keine Sau. Wir werden einfach mal anfangen. Übrigens, der Westerwelle von dir, den finde ich auch sehr schön. Die Westerwelle? Das können wir gerne machen, aber dann wird es Ihnen schlecht und das zu Recht, deshalb lassen wir das. So, jetzt fangen wir an. Also, wir beginnen mit Bernd Winker. Er wohnt in Föhrenbach, das liegt in Baden-Württemberg. Er hat eine sehr schöne Frage. Hauptstadt Stuttgart. Oh. Das ist mein Heimatbundesland, da machen wir uns nicht lustig drüber. Das ist klar. So, bitte. So, Bernd Winker möchte gerne wissen, warum heißt der Beamtenbaum Beamtenbaum? Weil der nicht wächst. Nee, dann hieß er ja Hoeckerbaum. So. Nein, aber. Nein, ich dachte, weil der nichts tut. Kleine Information alter von mir. Spaß, ja. Kleine Information von mir wird euch sicherlich sehr helfen. Botanischer Name des Baums: Catalpa bignonioides. Die Blüten sind trompetenförmig. Der Baum kann bis zu 8 Meter groß werden. Und warum heißt dieser Baum Beamten? Wo wohnt denn der Baum sonst so? Außer in Gewächshäusern. Und der in Deutschland oder in... Auf dem Arbeitsamt vielleicht. Er sagt jetzt ein Land. Ich nehme an, der wohnt in Deutschland. Ja, da steht nichts anderes. Hauptstadt Berlin. Früher Bonn. Also, kranke Sendung. Kann es sein? Ja. Kann es sein, dass möglicherweise, ich sag mal, so ein Baum, also irgendjemand hat den Baum erfunden, ja? Also der hat irgendwie was gepflanzt, auf einmal wuchs da so ein Baum, er wusste nicht wie, und dann muss man so einen Baum ja vielleicht auch als Patent anmelden. Patentamt, Amt, Beamten, so. Und hat das so lange gedauert, bis sie den Namen dann durchbekommen haben, dass irgendwann der Name unterwegs verloren ging, und dann haben sie gesagt, komm, dann nehmen wir den einfach den Beamtenbaum, scheißegal. Ich bin noch nicht fertig. So, jetzt bin ich fertig. Pass auf, ich hatte gerade eine Idee. Und zwar, der Beamte an sich muss doch alle Formulare immer mit mehrfach Durchschlägen machen, ne? Für alle Abteilungen, ja. Und für die Akten. Ja. Vielleicht hat der Beamtenbaum so Blätter, wo immer so 3-4 Blätter übereinander liegen. Weißt du, wie das so aussieht wie ein Durchschlag? Also ein Blatt in vierfacher Ausführung. Also die vielleicht hat er daher seinen Namen Beamtenbaum. Und die sind, und die so sind gelocht auch schon. Ja. Sehr schöne Idee. Gelocht mit Stempel oben. Zwei Vorschläge. Schauen Sie sich mal das Gesicht von Herrn Feuerstein an, dann werden Sie wissen, woran er denkt. Ich denke eigentlich, dass das hoffentlich bald vorbei ist. Meinst du jetzt dein Leben oder meinst du jetzt den... Nein, ich spreche jetzt einfach von dieser Quälerei. Ja. Pass auf, der Beamtenbaum, ich sag's dir, der heißt deswegen Beamtenbaum, weil er in Strukturen wächst. Und immer wenn eine Stufe fertig ist, dann ist ganz klar gegliedert die nächste Stufe und die nächste und die nächste. Wie... In der Laufbahn, du meinst die Aufstiegsmöglichkeiten, des Beamten. Und wann ist die Rente erreicht? Die hatte ich schon vor 4 Jahren. Ah ja, okay. Aber du meinst vom Baum. Der Baum ist zusätzlich auch... rentenversichert. Träge, vielleicht im Wuchs. Also sag mal, ob das stimmt oder nicht. Nein. Zwei Vorschläge. Bitte? Zwei Vorschläge. Jetzt sind es 4.
Stimmt. Zahlenraum bis 5, das kann er. Okay, wir fangen an. Also, erster Vorschlag. Der Beamtenbaum ist natürlich ein Klischee, aber der Beamtenbaum befindet sich sehr lange in einer Schlafphase, wo keine Blüten wachsen, also sehr selten wach wird. Also er schläft sehr viel. Klischee Nummer 1, weil das ja natürlich nicht stimmt, denn die Beamten tragen unseren Staat auf ihren Schultern und wir würden gerne selber laufen. Das andere Vorschlag Nummer 2 ist, Beamten können ja nicht entlassen werden, sondern nur Karriere machen. Das heißt, die Blätter fallen nicht nach unten, sondern nach oben. Ich gebe zu, das war, um auf die 4 zu kommen. Also nein, meine Idee war eigentlich, dass der die Blüten nicht abwirft oder Blätter nicht abwirft, sondern er schließt sie wieder und macht sie dann wieder auf im nächsten Frühjahr. Mhm. Okay, Vorschlag Nummer 4 überlege ich mir, wenn die Kollegen so lange weitermachen würden. Ja, könnte es vielleicht sein, dass der vielleicht entsprechend wächst. Also der Wechsel, der steht vielleicht im Zimmer und wächst dann so hoch und wächst dann irgendwie so auf den Tisch. So, jetzt hier, aber Herrschaften. Der Beamtenbaum hat ein ganz bestimmtes Holz, aus dem damals... Man Schreibtische macht, oder? Schreibtische gemacht hat, die nur in Beamtengebäuden... aus denen man Namensschilder für Türen machen kann, die sehr, sehr lange halten müssen. Weil die ja nicht weg... Der Beamtenbaum trägt eine bestimmte Art von Früchten. Welche? Die sehen aus wie Orden. Schlafmohn. Oder... Oh Leute, das war doch der... Wenn er welche sagt, dann weiß man eh, hat es keinen Sinn, da weiterzumachen. Ja. Aber ihr Edmund Stoiber, der ist doch auch... Vielleicht weiß der, dass irgendwie... Stoiber, der weiß vielleicht, was um Stoiber ist ja gar nicht mehr da. Na eben, das ist ja der Punkt. Ach so. Vielleicht lebt auf dem Beamtenbaum die Blattschneiderameise? Bitte, wer ist wo? Die Blattschneiderameise, der Tackerwurm oder der Lochervogel. Also... Der Tackerwurm, der Lochervogel. Ja, ich möchte gerne einen anderen Weg gehen. Jetzt habe ich, bevor du den anderen Weg gehst, der wächst nur von 8 bis 5. Es geht alles irgendwo in die richtige Richtung, es ist noch nicht das Richtige dabei. Wie schön. Ging in die richtige, also ich dachte eigentlich, vielleicht ist er so genannt worden, weil eine frustrierte Sekretärin ihren Beamtenchef da erhängt hat. Und dann aber an diesem Baum, das ist einfach ein ganz normaler Baum, und da hat man gesagt, das muss, den nennen wir jetzt Beamtenbaum, weil da vielleicht mehrere Beamte zu Tode gekommen sind von Kollegen, die Angst hatten, dass sie sie auf der Karriereleiter überholen, zum Beispiel. Wäre das eine Möglichkeit? Eine Sekretärin hat ihren Chef erhängt. Zum Beispiel. Oder ein Kollege. Aber auf jeden Fall, weil ein Beamter da zu Tode kam an diesem Baum oder er sich selbst erhängt hat an dem Baum, hat man gesagt, das ist jetzt der Beamtenbaum. Dann wäre es ja nur ein Baum. Der ist ja auch der Beamte. Aber es gibt ja mehrere Beamte. Das ist eine ganz neue Information. Ja, die hast du uns vorenthalten. Damit kommst du jetzt um die Ecke. Und ich denke mal, das ist hinterhältig. Das ist eine ganz bewusst gelegte Finte. Natürlich. Wie jetzt? Also ist das die richtige Richtung oder nicht? Nein, natürlich nicht. Die richtige Richtung ist auch nicht schlecht. Ja, also, ich gebe euch noch eine kleine Chance und dann... Wir sind im Prinzip richtig mit den Beamten-Klischees. Ja, möchte nur das Richtige hören. Es hat mit der Art des Wachstums dieses Baums zu tun. Er hat eine lange Schlafphase oder eine lange Ruhephasen dazwischen, ne? So kann man es nicht sagen. Er wächst nur zeitlich sehr definiert. Könnte man es aber sagen, ne? Ja, ich finde, man könnte es auch so sagen. Vielleicht ist das so, dass vielleicht aus den Pollen oder aus den Blättern, dass da irgendwie, sag mal, ein Staub entsteht, wo man sozusagen Schlafpulver... So der Sandmann. Ja, der Sandmannbaum früher vielleicht auch, dass der dann... Ich weiß nicht, Es ist die Art, wie er wächst. Nee, der muss irgendwie, hört der auf zu wachsen oder... Er wächst immer weiter. Ich sag's euch mal. Er wächst gar nicht. Der fällt schon fertig vom Himmel. Quatsch. Also ich sag's euch mal. Der heißt Beamtenbaum deswegen. Dieser Baum bekommt seine Blätter erst Ende Mai. Sehr spät für einen Baum. Und im Oktober ist er schon wieder kahl. Das heißt, er kommt sehr spät und geht sehr früh. Deswegen heißt er Beamtenbaum. Dann fliegt er aus Föhrenbach 500 Euro. Gratulation. Sehr gut.
So, meine Damen und Herren, jetzt gehen wir mal nach Köln. Das ist gar nicht so weit weg von uns hier. Wir sind ja praktisch vor Köln, vor den Toren Kölns hier in Hürth-Kalkscheuren. In Köln wohnt Markus Kohlhoff, den ich jetzt sehr herzlich begrüße zu Hause auf dem Teppich. Divan. Das interessiert keine Sau. Köln, Hauptstadt? Also, Markus Kohlhoff aus Köln möchte wissen, warum gehen die Spieler auf dem Golfplatz in Refrath erst zu einem Baum, wieder ein Baum, Baum am Waldrand, bevor sie an Bahn 5 abschlagen? Pipi. Also Information, der Golfplatz in Refrath ist einer der ältesten Golfplätze Deutschlands. Bevor die Spieler auf Bahn 5 abschlagen, gehen sie alle zuerst ein paar Schritte zum Waldrand, steuern einen Baumstamm an, eine deutsche Eiche, und danach gehen sie zurück und schlagen ab. Warum machen sie das? Die sammeln da Kraft. Was sammeln die? Nein, das ist wirklich, die sammeln Kraft. Dass man, es gibt ja so, dass man zum Beispiel Bäume umarmt und dann wirklich Energie tankt und dann vielleicht der Abschlag nicht 100 Meter geht, sondern... Welchen Baum sollte Hohecker umarmen? Bonsai? Hallo? So ein junger Beamtenbaum. Ich wusste gar nicht, dass du golfst. Hallo. Also, warum machen die das denn, die Golfspieler? War das falsch? Bitte? War das falsch? Das war völlig verkehrt, sonst hätte ich schon gesagt, richtig. So. An Bahn 5. Wieso ja, Bahn 5? Vor Bahn 5. Ja. Bevor sie an Bahn 5 abschlagen, gehen sie erstmal zu diesem Baum. Alle. Steht am Waldrand. Was könnte der Baum, wobei könnte der naja, Baum ihnen behilflich sein? Im Weg. Bist du ein Golfer, Herr? Ich war mal ein Golfer, aber ich habe dann Verbot bekommen. Das war, wann war das, Herbert? Vor dem Krieg noch, oder? Das war vor dem Ersten Weltkrieg, ja. Habt ihr zusammen gegolft damals? Nein, ich war noch zu jung. Ach so. Könnte, also ich meine, also eigentlich ist ein Golfplatz ja ziemlich begrünt, eigentlich nur Rasen, ne? Oder gibt es ein paar Teiche? Nein, am Rand gibt es auch Wälder und was immer. Ne? Warum nur an Bahn 5? Vielleicht steht die Eiche im Weg und musste erst gefällt werden und dann konnte man weiterspielen. Das klingt sehr unwahrscheinlich. Ja, ja. Es ist eine sehr enge Stelle, weil das Problem beim Abschlagen ist, dass du natürlich weder deine Mitspieler treffen noch abschießen darfst. Sich ebenso auch die... Ah, vielleicht ist die... Also, okay, was passiert, wenn man an einen Abschlag geht? Wenn man an einen Abschlag geht, dann guckt man sich zuerst einmal die Bahn an. Die ist dort eingezeichnet mit den entsprechenden Längen und den Abschlagsgrößen. Vielleicht ist das reingeschnitzt in den Baum, weil es einfach schön aussieht. Gut. Was ist woran? Die Bahnkarte, wenn man eine Bahn... gut, First Class ist natürlich schöner, aber der Bahnplan, wo drin steht, wie lang der ist, wie er gekrümmt ist, damit man das weiß. Gut, die Bahn ist gekrümmt. Man muss an den Baum, dort kann man hinaufklettern und kann dann sehen, wo das grün ist. Vielleicht ist an dem... Doch nicht. Vielleicht ist einfach... Gehen die erstmal zu dem Baum oder schlagen die von dem Baum ab? Deswegen gehen habe ich schon alle mal... zu dem Baum, bevor sie abschlagen. Bevor sie abschlagen. Ich habe schon mal gedacht, ob die vielleicht auf den hohen Wurzeln... Kann man da vielleicht besser abschlagen? Der Abschlag ist aber nicht auf dem Baum. Nee, nee. Am Baum. Am Baum. Nein. Vielleicht nein, steht hinter dem Baum einfach nur eine Kiste Bier und da gehen sie alle hin und saufen sie. Ja, die holen sich dort etwas. Nee, die stellen da was ab. Vielleicht, was denn? Ihren Golfsack, damit er nicht im Weg ist. Das ist nur ein ganz schmal, das ist quasi ein, das ist so ein Balancierbalken, auf dem abgeschlagen wird. Und da kann man nicht noch was anderes abstellen. Die stellen da ihren Golfsack ab. Warum denn gerade an dem Baum? Ja, weil wenn die den woanders abstellen, dann würde es sich nicht lohnen, diese scheiß Frage einzuschicken. Die gehen ein und stellen da was ab. Nein, die stellen nichts ab. Vielleicht die gehen einfach nur hin. Die gehen da hin. Jetzt kann ja sein, beim Golf geht es ja manchmal wirklich um einen Schlag, dass man gewinnt oder verliert. So, jetzt ist man, also man ist also auf Bahn 4, hat vielleicht am Anfang total blöd gespielt. Und dann weiß man aber, dass der Gegner quasi dahinter, dann stellt man sich hinter den Baum und wenn der kommt, kommt man hervor und macht einfach buh. Dann ist der so erschrocken, dass er erstmal die nächsten Schläge verhaut. Könnte natürlich sein, glaube ich aber nicht, dass das richtig ist. Wenn das einer der ältesten Plätze Deutschlands ist und das ist auch eine alte, ehrwürdige Eiche. Alte Eiche. Dann machen die vielleicht da eine Art Ritual. Welches? Ja, gute Frage. Hexenverbrennung. Nein. Die denken dran, dass auf diesem Platz mal viel mehr Eichen standen, die nur für sie und ihr blödes Hobby gefällt wurden und sind einfach 10 Minuten traurig. Du meinst eine Gedenkeiche? Ja. So sind die 10 Minuten traurig? Bitte? Sind 10 Minuten traurig? 10 Minuten traurig oder 5 oder 2, kommt ja nicht auf die Zeit an, aber auf jeden Fall, da gedenken sie der Eichen, die nicht mehr da sind, weil sie ja jetzt da sind und da golfen wollen. Und die deshalb gefällt, ist das die richtige Richtung? Nein. Gedenken die da? Nein. Wie wär's sind denn, die da fröhlich? Wie wär's denn? Das weiß ich nicht, es kommt auf die Stimmung jedes Einzelnen an. Ach so. Wie wär's denn? Es ist ja eine alte Tradition. Nee. Wie wär's denn? Das ist eine neue Tradition. Nee. Das ist wie überhaupt keine denn? Tradition. Ja. Ja, aber der Gedanke ist doch super. Wie wär's denn? Wie wär's denn?
Wie wär's denn jetzt? Schlag mal bitte auf den, Florian, schlag ihn mal bitte auf den Hinterkopf. Wie wär's denn, wenn der... Ich glaube, es gefällt es ist, es handelt sich dabei... Ja, um was eine, meinst du, warum hier oben... Nee, gar nicht. Es handelt sich dabei um eine ganz besondere Bahn, die ein besonderes Hindernis, einen See, einen Fischteich oder den Rhein oder irgendetwas Besonderes überkreuzt. An diesem Baum holt man sich Spezialbälle ab, die man für diese Bahn braucht, weil die normalen Bälle würden wegfliegen und gehen meistens verloren. Und bei dieser Bahn darf man aus welchen Gründen auch immer einen besonderen Ball benutzen. Ist da so ein großes Loch in dem Baum? Und da machen die so ein großes Loch und in dem Loch ist vielleicht so Wald. Waldstaub, Erde. Also Moment. Und die rollen, und pass auf, und die rollen dann das Bällchen durch diesen Staub in dem Loch, weil das ist vielleicht wie Talkum, weißt du? Dann ist der Ball griffiger. Das heißt, der beim Abschlag. Ist richtig? Machen Sie doch mal weiter. Also, in der Eiche ist ein großes Loch. Und in dem Loch haben sich jetzt Wald, Erde, Staub, Nadeln, was auch immer angesammelt. Wenn die mit dem Bällchen in dem Loch da so einmal so. Da, aha, es war doch völlige Scheiße, ne? Doch, ich kenne diesen leeren Blick. Diesen leeren Blick, den kenne ich. Ich höre auf zu sprechen. Schade, weil es hätte... Ganz kurz, ich habe noch eine ganz... Vielleicht ist es so, dass mit dem Loch ist gar nicht schlecht, da wohnt aber in dem Loch wohnt ein Vogel. So. Und dieser Vogel muss immer vom Golfer gefüttert werden, weil wenn er nichts kriegt, dann denkt er sich, schlag du mal den Ball, dann fliege ich dahin, hol den weg und zack, ab in den nächsten Teich. Und deswegen muss man immer hingehen und muss möglicherweise, das ist natürlich Quatsch. Ich komme nochmal auf den Gedanken zurück von Hella. In diesem Loch ist Vollkornmehl, das war, und jetzt gibt es ja schon bei Handballern, die haben ja am Schuh, haben die ja immer so Klebestreifen, wo zum Beispiel dann Kreide ist, damit der Ball nicht rutscht. Und das ist eben genau das, was sie sagte, damit der Schläger nicht rutscht. Greifen die quasi, haben die das Zeug da dran und dann... Im Baum. Im aber Baum warum soll oder es, am Baum. Es muss etwas sein, was an diesem Abschlag 5 besonders ist. Warum richtig. Nicht an Abschlag 7 oder auf allen anderen Golfplätzen der Welt? Nur vor Abschlag 5. Und in Refrat. Ja. Ameisenhaufen vielleicht. Ach, für Rheumakranke. Die halten den da rein und sind da dran. Auf dem Baum befindet sich eine Information, die man einholt. Keine... Ja, im weitesten Sinne schon. Sie können aber nichts mit den Eicheln oder mit den Blättern anfangen. Ah, Windrichtung. Die Windrichtung. Man sieht an dem Baum, woher der Wind kommt und weiß dann entsprechend, wie man schlagen muss. Wie soll man denn an dem Baum sehen, woher der an Wind kommt? Blättern. An den Blättern. Das kann man an jedem anderen Baum auch sehen. Ja, nur ein aber Baum der ist halt so nee, schön. Sind, das ist ein anderer Baum auch noch. Gut, dort steht die Länge der Bahn zum Beispiel. Nein, an dem Baum ist ja richtig, da ist was da dran. Da ist was dran. Aber was? Ein Schild. Kein Schild. Sondern ein Körbchen. Genau. Wir ein spielen doch nicht Basketball, wir spielen Golf. Meine, an dem Baum ist kein Schild, es ist auch nichts eingeritzt. Und nur vor Bahn 5. Ein bestimmtes Hilfsmittel, das man braucht, um abzuschlagen. Naja, als Hilfsmittel würde ich das nicht bezeichnen. Man kann auch so abschlagen. Aber es ist besser, weil da steht... ist da vielleicht ein Fernseher oder ein Monitor drin, damit man sieht, ob die Bahn schon frei ist? Was weil ist da drin? Nein. Na, welchen Grund, es gibt, welche Gründe soll es geben, dass man da in was lernen im Golf Moment, was langsam. Man möchte wissen, ob die Bahn frei ist. Warum möchte man wissen? Weil man nicht möchte, dass man dem anderen den Ball von hinten in die Rübe haut. Richtig, das ist richtig. Was ist an dem Baum? Ein Fernglas. Ein Spiegel. Ein Spiegel, richtige Antwort. Ja, so lasse ich das jetzt. Also. Ich zeige es euch. Eine Information. Ein Bild. Das ist besagte Eiche. Hier oben hängt ein Spiegel. Man sieht, dass sich das Grün dort spiegelt. Das ist wirklich ein Spiegel. Wir haben jetzt dieses Foto nicht verändert. Das ist der grüne Fleck hier in 6 Meter Höhe, zeigt ein uneinsehbares Rasenstück auf Bahn 5. Und da so ein Golfball ja bis zu 200 Kilometer schnell sein kann und man durchaus jemanden tödlich treffen könnte, muss man sich vergewissern, dass die Bahn frei ist, bevor man abschlägt. Das kann man nur mit Hilfe dieses Spiegels tun, weil man sonst nicht auf die Bahn 5 gucken kann. Und in welche Richtung schlagen die rückwärts ab? Ich meine, wenn der Spiegel da hingucken kann... Man schaut ja nur, ob es dort frei ist. Gucken Sie mal, Holger, die Bahn liegt hier. Ja, und in die Richtung schlage ich ab. Natürlich. Aber wenn der Spiegel da hingucken kann, dann kann ich doch auch da hingucken. Nein, der Spiegel ist ja 6 Meter Höhe. Ja, hallo, Herr Balder. Also, Markus Kohlhoff aus Köln, es tut mir wahnsinnig leid, es gibt leider kein Geld.
So, was wollte ich jetzt sagen? Richtig, ich wollte Ihnen die Adresse durchgeben, meine Damen und Herren. Falls Sie schöne Fragen zu Hause einfach nur so rumliegen haben und Sie denken, na, wohin soll ich? Schicken Sie uns die einfach zu. Genial daneben, 50616 Köln. Telefon 01378 1011 20, da können Sie uns telefonisch erreichen. Am besten ist natürlich eine E-Mail, fragen@genialdaneben.de. Wir kommen mal zu Uwe Hüllen. Er wohnt in Bokel, das liegt in Niedersachsen. Heute Abend ist er hier bei uns. Uwe, wo sind Sie hier? Ich habe keine Ahnung, wo Sie sind. Wo? Da oben. Ja. Uwe, da kommst, Uwe. Du, kommst du aus Hannover? Das wäre in diesem Fall zufällig die Hauptstadt von... Nein. Bremerhaven. Das ist aber auch Niedersachsen. Bokel, bei mir steht Bokel, ist das richtig? Bokel. Also, Uwe kommt aus Bokel. Uwe, es geht um 500 Euro bar auf die Hand. Uwe möchte wissen, warum wird der Turm der St. Josef-Kirche in Groningen betrunkener Turm genannt? Der wackelt hin und her, weil der ist auf Sand gebaut, wie die ganze Zukunft des Landes. Wir reden von Holland, oder? Groningen, natürlich. Groningen. Weil im Fundament sich bei der Wein eingelagert ist, weil er praktisch auf Alkohol gebaut ist. Richtige Antwort. Auf was ist der gebaut? Auf Wein. Nein. Auf. Der hat Alkohol. Der Turm ist auf Wein gebaut. Ne? Der Turm hat Mundgeruch. Wenn da Vögel vorbeifliegen, macht die... Nein, aber es ist doch ganz einfach. Der hat eine Fahne. Da ist so eine Fahne. Natürlich. Ja. Sehr gut. Vielleicht. Da ist diese Ortsfahne da oben drauf. Ganz einfach. Dann hatte ich noch eine andere Theorie. Mit Wanken war ich auch, mit Wind und dass der so Schwingungen hat. Aber dass der vielleicht in seinem Gebälk und Gemäuer so hixende Töne von sich gibt. Weißt du? Der betrunken, also ich hatte ja schon mal gedacht, vielleicht ist das, also er hat was mit Geräuschen zu tun. Die Glocke ist kaputt. Oder der rülpst. Der rülpst? Nein, der ist einfach nicht gerade nach oben gebaut, sondern hat irgendwie so Konstruktionsmängel, die aussehen, als hätte ein Betrunkener an ihm... Oder ist der... Also oder vielleicht, ne? Nein, der ist schon richtig. Das heißt, das hat was mit dem Inhalt zu tun. Vielleicht mit dem Glöckner, der prinzipiell, wenn es 12 schlägt, nur 5-mal und wenn es 9-mal nur 4-mal und man sagt, der Glöckner muss betrunken sein und der ist immer im Turm und deshalb kam irgendwie so eine Theorie zustande. Ja, aber dann ist ja der Glöckner betrunken, nicht der Turm. Ja, aber kann sagen, es ist der betrunkene Turm, weil die Kirche schlägt. Das nicht rauslässt, nee, dass der Glöckner alles. Ist. Was macht der? Der verschüttet alles und irgendwann ist der Turm auch voll, weil der ja quasi das... Wer verschüttet was? Der Glöckner. Der Pfarrer. Der Pfarrer hat ja Messwein. So. Und dieser Messwein wird ja normalerweise immer an die... den trinkt den immer selbst. Natürlich. Genau, ja. Und deswegen geht er dann da oben hin, damit es keiner mitbekommt, haut sich da richtig die Kirsche zu und dann ist da, wie gesagt, die Fahne von Heller und dann macht er auch noch, weil die Glocke kaputt ist und dann hat er es doch. Es ist ein Kirchturm. Ich darf noch mal... Es ist ein Kirchturm, ja. Der Kirchturm der St. Josef-Kirche in Groningen. Ist der vielleicht... darf der nicht Auto fahren? Kann man den zweimal sehen? Oder wenn man rausguckt, sieht man doppelt? Da bist du an einer guten Denkecke. Wenn ich aus dem Turmfenster herausgucke, sind die... Jetzt wird's falsch. Wenn ich auf den Turm drauf gucke, das ist nicht nur ein Turm, sondern vielleicht zwei Türme. Ein Turm. Okay, ein Turm, egal. Der Turm, wenn ich auf den Turm darauf gucke, dann ist vielleicht ein Mosaik oder ein Steinchenornament so, dass man das Gefühl hat, man sieht doppelt. Jetzt wird's falsch. Der Turm ist betrunken. Nee, es gibt doch diese, wenn so Wasserdampf aufsteigt zum Beispiel. Oder es ist jetzt sehr heiß im Sommer, kennt man, man guckt so über die Straße und dann flimmert das so. Und da ist vielleicht irgendwie, ist vor dem Turm, ich sag mal, eine Fabrik, die immer so flimmernde Luft. Und dann sieht es aus, als wenn der Turm dahinter so... Da ist kein, ich glaube nicht, dass da eine Fabrik ist. Aber der Turm macht... Der Turm macht auch nicht... Das ist aber ein gutes Geräusch. Gutes Geräusch. Aber wenn der Turm betrunken ist, dann muss ja der Turm etwas doppelt sehen oder aus dem Turm heraus etwas doppelt. Man sagt betrunkener Turm. Gibt es vielleicht eine Rommi oder eine Skatrunde, dass die vielleicht, sag ich mal, sie haben Geld gesammelt für den Kirchturm und die haben natürlich auch immer gesoffen dabei und das ist quasi aus dieser Saufrunde, ist dieser von dem Geld ist der Turm gebaut worden. Hat es etwas mit der Uhr an dem Turm zu tun? Ja. Ah, okay. Und ist es denn so, dass
Wir hatten schon mal vor gefühlten, lass mich mal bitte aussprechen. Wir hatten mal vor gefühlten 300 Jahren eine Frage mit einer Uhr an einem Turm. Das war wegen dem Teufel irgendwas, damit der irritiert wird. Also könnte es sein, dass die irgendwie rückwärts läuft oder die haben doppelte Ziffernblättern, damit der, wer auch immer, ne, Teufel, die Uhr Satan. Schlägt nicht zur vollen Stunde, sondern und zu einer deswegen anderen haben Zeit. Die vielleicht da so zwei, das Zifferblatt so ein bisschen? Nein, aber völlig normale Uhr. Aber es hat was mit der Uhr zu tun. Ja. Die ist völlig normal. Und trotzdem ja. ist sie trotzdem anders. Sagt man betrunkener Turm. Die Uhr geht nach. Nee. Also, ist jetzt mal, wenn man, also die nein, Uhr geht richtig vor. Und es ist auch eine normale Uhr. Ja. An der Uhr selber gibt es auch keine optischen, visuellen Irritationen. Nein. Nein. Hm? Super. Wir haben eine ganz normale Klasse. Uhr und die Holländer haben gesagt, komm, wir nennen das mal anders. Nein, das hat schon seinen Grund. Warum das Ding betrunkener Turm? Ist es vielleicht so, dass... Also es geht nicht darum, dass... Ich gebe euch eine kleine Hilfe. Es geht nicht darum, dass der Turm betrunken ist. Also das... Aber die Uhr auch nicht. Ich glaube, ich weiß es. Bitte. Das ist eine Uhr, die aufgezogen werden muss. Und als Gewicht hängt dran Bierfass, Weinfass oder irgend so etwas. Und dadurch wird die Uhr betrunken. Tolle Idee. Ist es denn eventuell so, dass nach starken Niederschlägen oder Regen etwas sich in dieser Uhr sammelt an Wasser, was immer wieder runterfließt oder zu lange dann danach tropft. Kann es sein, dass, sagen wir mal, so beispielsweise jetzt die Uhr, also es gibt ja Sperrstunden, das heißt so, und die Uhr klingelt nicht um 12, sondern um 12:30, weil dann sind sie alle voll in den Kneipen und deswegen ist das der betrunkene Turm, also es ist quasi ein Warnzeichen für alle Partygäste, dass man um 12:30 nach Hause geht. Falsch. Zwei Stunden. Ist es vielleicht eine Digitaluhr? Ist das eine, kann man das, dass die Uhr zwar normal ist, aber eine normale Digitaluhr und damit irgendwas nicht stimmt? Oder irgendwie warum soll man denn bei einer Digitaluhr betrunkener Turm sagen? Das weiß ich ja nicht. Das ist nur ein Versuch, weil wir ja nicht weiterkommen. Weil das ja irgendwie ihr kommt nicht weiter, das ist richtig, ja. Hat die Zwei-Stunden-Zeiger? Bitte, was hat die? Zwei-Stunden-Zeiger, weil die noch in einer Überseekolonie die Zeit mit anzeigt, so aus Spaß. In welcher? Überseekolonie. Ist der Stundenzeiger kleiner als der Minutenzeiger? Das haben wir auch schon mal. Nein, ich sag's euch. Schon mal, ja. Also, ich werde es euch sagen. Der Kirchturm der St. Josef Kirche hat nicht 4, wie ein normaler Kirchturm, sondern 6 Seiten. Dieser Turm ist 6-eckig. Und jede Seite hat eine Kirchturmuhr. 6 Uhren. Egal wo man steht und den Kirchturm anschaut, man sieht immer 2 Uhren. Das heißt, man hat den Eindruck, man sieht doppelt, als wenn man blau ist. Und deswegen heißt dieser Kirchturm betrunkener Turm. Sehr Uwe, schön. Sehr gut. 500 Euro. Sehr gut. So. Meine Damen und Herren, jetzt kommt etwas, da freue ich mich sehr. So eine Frage hatten wir lange nicht mehr. Und ich habe gedacht, wir kriegen es auch nicht mehr. Wir haben alles durch, aber anscheinend haben wir nicht alles durch. Das ist schön. Eine Redewendung. Ach, richtig. Robert Wiesel wohnt in Leverkusen. Und Robert Wiesel möchte wissen, woher stammt die Redewendung, den Faden verlieren? Nee, das glaube ich jetzt nicht. Und ja. Ich habe es hier stehen. Faden verloren. Woher stammt die Redewendung, den Faden verlieren? Webstuhl? Das kommt ja vom Spinnen, wenn man den Faden verliert beim Spinnen und dann kann man nicht mehr beim Webstuhl einfädeln und man muss neu beginnen und ist alles in Ordnung. Sollte man glauben. Und das war's. Das war's nicht, nein. Das war's wohl. Das war's überhaupt das nicht. Das war's sogar sehr. Vielleicht aus der Schiffsfahrt bei einem Lot. Man hat doch immer ein Lot an einem Faden runter. Er ist gerade, er mutiert gerade zu. Feuerstein weiß es. Er weiß es nur noch nicht. das ist richtig. Ja. Du weißt es. Denk nach. Komm, ich weiß es. Komm, was verbinden wir mit dir? Also. Mit mir? Ja. Den Faden verlieren. Wo kennst du ein mich Spinner, aus? Ein Spinner, das sagt er ja. Der bekannteste Spinner. Der bekannteste Spinner, Rumpelschildchen. Nein. Was für Sprachen kannst du sprechen? Also, die schon tot sind, die Sprachen. Was ist hier los? Was willst du mir sagen? Wer jetzt? Griechenland. Das hat mit Griechenland zu tun. Minotaurus. Ja. So, jetzt weiß er. Griechenland. Ich habe keine Ahnung, frag den Feuerstein. Da gab es sehr, sehr viele fürchterliche Probleme, unter anderem eben der Minotaurus, der
in der Mitte eines Labyrinths wartete und wer immer ihm nahe kam, hat er gefressen. Um da wieder rauszufinden, hatte man einen Faden gelegt. Und, Das stimmt so nicht. Waren das nicht Hänsel und Gretel? Nein. Ey, Herbert, das musst du das wissen. Das muss ich ganz genau. Du warst dabei. Also, Ari, ich bin ein bisschen zickig auch noch. Der Ariadne wurde aber nicht gelegt. Den hat sie selber mitgenommen. Ariadne hat den doch mitgenommen, weil das war doch der Tipp von dem Typen, der den Ding auch gebaut hat. Diesen Irrgarten. Wie hieß der denn noch, wo der Sohn dann später mit den Flügeln und dem Wachs... überhaupt nichts so mitgenommen. Was? Du bist doch völlig falsch. Wer ist denn dieser Daedalus? Daedalus in Icarus. Was? Daedalus hat das doch gebaut. Es geht um den Ariadne-Faden. Schau doch mal in der Bauordnung nach, da steht Daedalus drunter. Es geht um den Ariadne-Faden, du machst mich wahnsinnig. Ja, weil die wollte den Minotaurus retten. Nein, die heißt ja... Natürlich, die hat doch jemand da rausgeholt, weil die war doch da drin, die Ariadne. Weil der Minotaurus hat die doch beschützt und der, die da rausgeholt hat, der brauchte den Faden, damit er wieder rauskommt. Wie ist der Mann denn? Ja, das weiß ich doch nicht. Das war doch nicht Odysseus. Nein, das kann nicht Odysseus gewesen. Herkules war es auch nicht. Wo sind wir? In Griechenland? Ja, Hauptstadt Athen. Ariadne war die Tochter von wem? Otto Rehagel. Nein. König Minos, Ariadne war die Tochter des kretischen Königs Minos. So, was machte diese Dame? Die hat gehäkelt. Nein. Diese Dame hatte einen Geliebten, der hieß... Ja, mein Xerxes ist das heute. Xerxes! Nein, so ähnlich. Herkules! Nein. Xanthippe. Theseus. Du hast bei Xerxes nicht gesagt, fast. Ja, hör mal, wenn Theseus den Namen... Theseus hat. Ja, so spreche ich doch schon seit Stunden. Könnte mir bitte einer jetzt von euch mal und in Ruhe erklären, woher die Redewendung den Faden verlieren stammt? Bitte, ich höre. Genau schon, aber nicht in Ruhe. Es war einmal ein König, der hieß Minos. Der hatte eine Tochter, die hieß Ariadne. Können wir mal einen Lichtwechsel haben, bitte? Brauchen kurz mal. Es war einmal auf den... So. Es war mal auf der Insel Kreta, die damals nicht, aber heute schon zu Griechenland gehört, deren Hauptstadt nun Athen ist. Und der hatte einen Sohn, eine Tochter. Die Insel? Nicht die Insel, der König. Und diese Tochter wurde in ein von Daedalus gebautes Verlies unter dem Minoischen Palast versteckt. Nein. Wo sie beschützt wurde von Minotaurus. Wir machen das Licht mal wieder an, es ist Quatsch. So lang sind die Antworten nicht bei Wer wird Millionär. Die Antwort war... Es ging um Ariadne. Ja. Der sollte den Minotaurus töten, der Daedalus. Und die Ariadne hat ihm einen Faden gegeben. Ich sage euch die richtige Antwort und dann lassen wir es trotzdem gelten, weil ihr habt es ja einigermaßen rausgekriegt. Ariadne, die Tochter des kretischen Königs Minos, steckte dem geliebten Theseus heimlich einen Wollknäuel zu, als der in das Labyrinth gejagt wurde, aus dem es angeblich keinen drinnen gab. Theseus durfte den Faden also keinesfalls verlieren, wollte er lebend aus dem Labyrinth herauskommen. Das hat er auch geschafft. Und so ist diese Redewendung, den Faden verlieren, entstanden. Sie war nicht drin, Theseus war drin, aber im Prinzip habt das ja. Das war keine Schwergeburt, das war ein Kaiserschnitt. Robert Wiesel, es tut mir leid, es gibt leider kein Geld, aber ihr bekommt einen großen Applaus. Das war sehr gut. Meine Damen und Herren, wir machen weiter. Stefan Gillesen wohnt in Mönchengladbach. Und Stefan Gillesen möchte wissen, was versteht man unter einer vergifteten Hand? Das ist eine Pflanze. Ein Schmetterling. Beim Pokern. Beim Kartenspiel. Was? Beim Pokern. Da stammst du, dass ich das auch weiß. Ist das beim Fußball, wenn einer Handspiel macht, dass man sagt, die Hand, mit der Handspiel gemacht hat, ist die vergiftete Hand, weil mit der hat er irgendwie gegen die Regeln verstoßen? So die Hand die Richtung? Gottes praktisch. Quasi, ja, so die Richtung? Wir sind nicht beim Sport, nein. Möglicherweise ein Thriller von Alfred Hitchcock, der nie ausgestrahlt wurde. Die vergiftete Hand. Ja, genau. Heiner Lauterbach als Daumen.
Ich würde mal sagen, dass man sich schon im weitesten Sinne auch an einem, oder überhaupt an einem, ja, Film orientieren Ach. Könnte. Wir sind könnte. Im Filmbusiness. Vergiftet. Unter anderem. Also es ist auf jeden Fall wertvoll, wenn man einige kennt, da könnte man drauf kommen. Aha. Zumindest wenn man einen kennt. Einen Film oder eine Hand? Ich gebe mal einen kleinen Tipp. Ja. Es ist ein Film mit Uma Thurman. Ah, Kill Bill. Volume? One. Two. Three. Vergiftete Hand. Okay, hat es was also mit asiatischer Kampfsportart zu tun? Ja. Ja. Was ist eine vergiftete Hand? Was ist eine vergiftete Hand? Das ist das, wenn man einen Dorn mit Gift dran hat, so was ganz Plattes? Nein, wenn man jemanden damit reinlegt, einen Trick ausübt damit. Man reicht die Hand und dann ist sie aber gar nicht eine echte Hand, sondern eine Kunsthand. Und mit der anderen kriegt, eine Fresse. Das ist eine tolle asiatische Kunst. Ja. Das ist die einzige, ich glaube, das hat Heinz Rühmann schon gemacht. Ja. Ja, also, Kill Bill ist gut, Volume 2 ist gut. Ist es vielleicht so ein Kartell, also dass vielleicht dieses Kartell irgendwie, wo da so ein paar Japanesen da rumspringen, dass sie irgendwie vergiftet haben? Wer springt worum? Ja, da bei Kill Bill, ist doch da auf der Suche und ne, Asiaten werden da noch und nöcher irgendwie zerlegt, dass das möglicherweise irgendwie, nee? Nee. Ich will das ja nochmal aus. Das war doch irgendwie so ein Dollar-Trick, was der Chef ihr beigebracht hat. Ja, der Chef war ja auch, glaube ich, der Vater ihrer Tochter, was sie aber ganz spät erst rausbekommen hat. Ich habe das leider so lange nicht mehr gesehen. Und ich war einfach der Vater ihrer Tochter. Ihr Gegenspieler quasi, wo sie sich rächen wollte, war, sie hat irgendwie. Schon gesagt, es hat was mit asiatischer Kampfsportart zu tun. Das heißt, es ist also ein Trick oder irgendetwas, wie man einen Gegner ausnockt, tötet. Ja. Ja. Mit einer vergifteten. Das tut man auch im Leben oder nur in dem Film oder? Das kann man auch im Leben tun, wenn man es beherrscht. Wenn man's mit beherrscht. Einer vergifteten Hand. Kann das auch Spock? Ist das dieses Drücken hier, wo man so... Wie macht der? Spock macht doch immer, der kommt immer so hin, so... Also hat erstmal so... Irgendwie so komisch. Und dann fallen die immer alle so zusammen. Aha. Er ist Vulkanier. Wer ist gemeint? Er ist die vergiftete Hand. Er hat die Hand gespielt im Film, die man nicht gesehen hat, weil sie vergiftet war. Ja, also vergiftete Hand, da würde ich so, das muss ja, Heimtücke muss da ja irgendwie drin stecken. Ja. Deshalb manches ist sowas wie, was du sagtest, man gibt einem die Hand und macht dann pack und der Kopf fällt weg oder sowas. Also so eine nette Geste, die zum Tod führt. Ja, man reicht die Hand und missbraucht in Wirklichkeit, die Geste. Genau. Die fliegen doch auch immer so durch die Luft, also dass sie so mit einem Bein nach vorne und dann mit dem Schwert irgendwie und dann, kannst du das mal nachspielen vielleicht? Und zwar ohne Hilfsmittel. Ja, genau. Wobei das eine Bein bei dir, was jetzt nach vorne ging, war eine Hand. Die das ist quasi jetzt Hand. Ah, das ist das Bein. So, nee, das ist ja dann so. Also so, nee, so. Das sind meine Hände. Ich habe ja das Bein mehr aus wie ein Beamtenbaum jetzt. Ja. So, ich sag's euch mal. Also, ihr werdet nicht drauf kommen. Also, Kill Bill, Volume 2 haben wir gesehen. Wie stirbt Bill am Schluss? Also, er stirbt folgendermaßen. Kiddo. Oh, ich hab den noch nicht gesehen. Dann verstehen wir hier nichts mehr. Also Kidder alias Uma Thurman schlägt ihm 5-mal mit den Fingerspitzen gezielt auf die Brust. Ein paar Minuten später bricht Bill tot zusammen. Ein verbotener Griff in die Kiste asiatischer Kampfsporttechnik. Solche Griff und Schläge, die mit zeitlicher Verzögerung zum Tod führen, gibt es wirklich. Weil sie wie ein schleichendes Gift wirken, spricht man in diesem Zusammenhang von einer vergifteten Hand. Die Wirkungsweise so eines Griffs hängt mit Vitalpunkten und Meridianen zusammen, wie wir sie aus der chinesischen Medizin kennen. Das heißt, es gibt in der asiatischen Kampfsportart Methode, jemanden so zu berühren, dass er 2, 3, manchmal auch 4 Tage später tot zusammenbricht und keiner kann es mehr nachvollziehen. Nein. Das ist die vergiftete Hand. Stefan Gillissen aus Mönchengladbach, 500 Euro. Gratulation. Wir haben nicht mehr viel Zeit, aber ein bisschen Zeit haben wir noch. Ernst-Peter Schienagel wohnt in Konstanz und möchte wissen, was versteht man unter Rauschzeit? Na? Das ist, wenn die Bäume noch Blätter haben. Und dann fallen die ab. Und dann rauscht es nicht mehr im Walde. Und dann ist aber Zeit, dass wieder rauscht. Und dann ist kahle Asten, kahle Zeit. Kahle Asten. Rauschzeit. Die Rauschzeit ist beim Fernsehen, bei den alten Fernsehern, beim Umschalten machte es ja nicht flip, 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 sondern flip,
Ah, früher nach Sendeschluss sagte man Rauschzeit, als es noch kein Testbild gab. Dann sagte man, dann war einfach Schnee, war Rauschzeit. Also würde man Rauschzeit heute nicht mehr sagen? Würde man nicht mehr sagen. Sagt man aber noch. Sagt man immer noch. Ja. Ist die Rauschzeit die Zeit, die der betrunkene Turm angibt? Ist naheliegend die Antwort. Ist das möglicherweise der Zeitraum, in dem damals der Kollege Christoph Pünktchen Pünktchen nicht Trainer war? Der braucht ein bisschen. Kommt aber morgen früh genial. Ja. Antwort ist falsch, Daumen runter. Sind wir bei Elektrizität, bei elektrischen Geräten wie zum Beispiel Radio oder Telefon? Was macht man da? Ja, da rauscht es ja gerne mal, bei einem schlechten Sendeempfang. Ja, und dann? Und dann gibt es Menschen, die das vielleicht entzerren können und die Rauschzeit beenden. Aha. Um es für mich interessant zu machen, sind wir im Drogenmilieu? Rauschzeit. Also geht es um eine Zeit nach der Fastenzeit. Die Zeit nach der Fastenzeit, wenn alle, die gefastet haben, wieder sowas von auf die Kacke hauen, nennt man Rauschzeit. Ich hab's, 500 Euro für mich. Nein. Gab es jemanden, der Rausch hieß und eine bestimmte Zeit... Friedel Rausch, Trainer. Beim Sport. Beim Sport sind wir überhaupt nicht. Vielleicht ist das irgendwie klar, aber ist nicht Trainer, scheiße. Segel, ich bin ja dann immer sofort... Nee, ein physikalischer Begriff. Segel. Aus der Akustik. Was? Aus der Akustik. Ein physikalischer Begriff. Und? Soll ich es schriftlich einreichen? Nein, ich höre zu. Und weiter. Aber das ist schon mal die Richtung, ne? Nein, aber trotzdem weiter. Ach so. Aber Büro. Nein. Büro vielleicht irgendwie so im schwäbischen Büro, dass der Chef sagt, so jetzt rausch hier. Ist mir schlecht. Und dann sagt er jetzt wieder seine Rauschzeit. Wie wär's denn? Das ist ein schlechtes Wortspiel, wenn man sagt trotzdem raus, auch im Schwäbischen nicht rausch. Ja. Das muss man wissen, das ist wichtig. Das muss man wissen, gell? Entschuldigung. Ja, es war vielleicht mehr so der badische Raum. Auch da nicht. Egal. Könnte ich kurz auch ins Ausland gehen? Ich bin bei der Raumfahrt. Und zwar ist das die Zeit, die ein Satellit hinter einem Himmelskörper verbringt und in dem das Empfangssignal nur noch aus Rauschen besteht. Ja. Weil man... Oder ist das bei Piloten? Bei Piloten, nachdem sozusagen, bis sie durch die, wenn es bewölkt ist, bis sie durch die Wolkendecke durch sind, weil sie ein bisschen durch den Rauch, und weil die Piloten alle gern Deutsch können, sagen sie, wir müssen durch den Wolkenrauch, deswegen sagen sie, guck mal, da ist der Rauch, da fliegen wir durch. So. Also ich bin in der Seefahrt. Schon wieder? Das Meer rauscht und die Matrosen haben früher, wenn sie dann aufs Meer gefahren sind, gesagt, jetzt haben wir wieder Rauschzeit. Weil das Meer rauscht. Ja. Aber das finde ich gut, weil es gibt auch so Muscheln zum Beispiel. Ja. Diese Muscheln, die hält man ans Ohr und die rauschen dann. Und das ist aber nur eine bestimmte Zeit, sage ich mal so. So lange, wie man sie ans Ohr hält. Ja. Die Rauschzeit... Mein Gott, ist das intelligent heute. So. Ihr habt sehr gelacht, Herr Balder. Letzte Chance jetzt. Ja, das ist ja, Mann, das setzt einen ja auch im Mentalunterdruck. Die, ja, Rauschzeit, die Rauschzeit ist die... Vorschlag für die Kollegen. Rauschzeit vielleicht bei Funkgeräten. Und zwar ist das... Es ist immer so ein... Der Adler an Erde. Bei den CB-Funkern, die immer den Polizeifunk abhören, die Zeit, wo keine Verbrechen gemeldet werden, zu denen man dann hinfahren kann, um sie zu fotografieren. Wehe, es ist ein akustisches Phänomen. Wehe. Ihr seid nah dran, ihr seid ganz nah dran, aber ich sag's euch trotzdem. Ach nein. Rauschzeit nennen die Jäger die Brunft beim Schwarzwild. Ja. Das tut weh, ne? Schwarzwild für alle Nicht-Tierfreunde, zum Beispiel Wildschweine. Die Tiere, vor allem die Keiler, ziehen jedes Jahr in der Zeit von Ende Oktober bis Mitte Januar wild und ungestüm durch die Wälder. Der Jäger spricht hier von Rauschen. Sie rauschen durchs Geäst, deswegen Rauschzeit. Ernst-Peter Schienagel aus Konstanz, 500 Euro. Gratulation. Sehr gut. So. Hat er verdient, aber wir waren sehr, sehr schlecht. Sehr schlecht. Das war's. Ich bin begeistert, auch selbst Herbert Feuerstein kann heute sehr mit sich zufrieden sein. Er hat die Sendung gesund überstanden. Ja.
Freue aber, mich. Ja, aber das ist vergiftete Hand. Warte, was passiert, wenn ich aufstehe? Wir werden sehen, ob er es schafft, meine Damen und Herren. Wir werden Ihnen berichten, ob er es schafft, weil wir machen ja vorher Schluss. Ich sage Ihnen jetzt mal Bescheid. Das war genial daneben. Schönes Wochenende. Tschüss.